Hallo zusammen und damit herzlich willkommen zum sechsten Spieltag der German Pokémon League Season 6 hier heute in der Moon Conference gegen das Team Akron Berlin und den Teamleiter Tabasco TV. Damit herzlich willkommen Leute, wir starten wieder nächste Woche der GPL und damit auch zum Start in die zweite Hälfte der Hinrunde der diesjährigen Season. Es ist soweit, wir haben mittlerweile nach fünf Spieltagen eigentlich schon die Hälfte aller Hinrundenspieltage geschafft. Hinrunde an sich gibt es ja nicht, weil danach kommen die Playoffs, klar. Aber wir sind ganz schnell schon unterwegs und es fehlen ja nicht mehr viele Spieltage. Jetzt mit Tabasco haben wir Spieltag 6 erreicht und damit mal wieder einen sehr, sehr starken Gegner vor uns, gegen den ich mich schon sehr, sehr freue anzutreten. Denn wir haben das ganze Team hier ja vor uns. Wir haben ja natürlich logischerweise mal wieder ein Team-Video zu gemacht. Das findet ihr unten in der Beschreibung auch. Den Link zur Live-Version findet ihr unten. Und ich gebe mal wieder eine Empfehlung, wie auch letzte Woche schon. Diesmal würde ich euch raten, eher die Live-Version hier von mir aus anzugucken. Das würde mehr Sinn machen, einfach weil es hinterher ein bisschen spannender wurde. Vielleicht die eventuellen 60 Minuten, die haben sich vielleicht auch ein bisschen gezögert, je nachdem. Und Tabasco ist ja dafür bekannt, etwas längere gezogene Kämpfe zu machen, auch gegen mich zum Beispiel. Dann müssen wir nochmal schauen. Würde ich euch in dem Sinne auch meine Live-Version empfehlen. Hier und da wurde es doch mal spannend. Und dann gucken wir natürlich mit den Predictions, wie das hier und da noch geworden ist. Ja, ansonsten, würde ich mal sagen, schauen wir mal ganz kurz auf die letzte Woche. Auch wenn ich das ungern tue, weil letzte Woche gegen Elis, Spoiler, haben wir leider wieder verloren. Die dritte Niederlage in Folge und vor allem auch eine sehr, sehr bittere mit einem satten 5:0. Entschuldigung dafür, aber das Teambuilding war wirklich nicht on point in der Hinsicht, aus meiner Sicht. Hätte man vielleicht auch ein bisschen was besser machen können, aber na gut. Nur ist es so, jetzt, wir können nur hoffen, dass wir jetzt alles besser machen. Jetzt nach 5 Spieltagen stehen wir quasi 1:4, wenn man so will. Also ein Sieg, 4 Niederlagen. Es ist noch nichts verloren. Wir brauchen jetzt aber ganz, ganz dringend Siege und gegen Tabasco soll jetzt der nächste her. Tabasco selber ein sehr, sehr starker Spieler, der seit der Season 4 dabei ist und die Season wiederum auch schon gewonnen hat, weswegen er damals dann aufgestiegen ist in Season 5 und danach wieder, sagen wir, mitten in der Season aus Gründen auszusteigen. Ich freue mich, dass er jetzt wieder dabei ist und wir können jetzt endlich mal unsere Revanche kassieren, denn wir haben es jetzt einmal gegen ihn gespielt mit einem sehr, sehr coolen Kampf damals in Season 5. Haben allerdings damals leider verloren, das heißt, wir müssen jetzt dringend wieder hier nachholen. Und da Tabasco grundsätzlich so ein exotischer Mann ist hier, mit seinen exotischen Teams und auch mit seinen exotischen Sets ankommt, müssen wir ihm da irgendwie gleich tun. Insofern haben wir da ganz, ganz besondere Pokémon mit ganz, ganz besonderen Sets mitgenommen. Und wie gesagt, die findet ihr natürlich alle wieder im Team-Video, das könnt ihr euch genauer anschauen. Wir starten hier heute den Kampf mit Voltriant, Panzereon, Typ 0, Mega Galagladi, Schwalbos und Seigard 10%. Tabasco startet hier mit Entei, Mega Altaria, Grandiras, Serperoyal, Jirachi und Lantern. Ja, ich habe es schon zu Tabasco erwähnt, ein sehr, sehr starkes Team mit sehr, sehr starken Pokémon, sowohl offensiv als auch defensiv. Wobei offensiv finde ich, also sagen wir gesehen, dass seine Offensive besser ist als die Defensive, so kann man sagen. Und sein Team, so wie wir es jetzt sehen, habe ich auch fast so predicted. Ich hätte jetzt eher gesagt, er könnte eher Pampros für Serperoyal mitnehmen, aber so wie es jetzt ist, finde ich es deutlich besser. Mit diesem Team habe ich auch grob gerechnet und sehe vor allen Dingen Entei und Grandiras in der schlimmsten offensiven Position, weil die am meisten Schaden machen können. Jirachi, Altaria sind seine beiden Endrang-Pokémon, die musste er mitnehmen, die offensiv auch was machen können. Serperoyal auch, kann gefährlich sein, wenn man sich nicht richtig darauf vorbereitet, das haben wir hoffentlich gemacht. Und Lantern vor allen Dingen in der Defensive, das wird ganz schön nerven, wenn wir da das Ding nicht rechtzeitig mit vom Tisch kriegen. Schauen wir uns erstmal ganz kurz mein Team soweit an. Voltrent natürlich letztendlich wieder dabei, um ein bisschen was auch zu tanken, aber auch natürlich viel, viel Schaden auszuteilen, mir das Momentum zu bringen. Gerade mit einem so, so schönen Spezialangriff kann ich hier echt mit dem Voltwechsel immer gut durchkommen. Da ist nur halt das Lantern aktuell noch im Weg, insofern das muss relativ schnell weg, damit man Voltrent hier gut arbeiten kann. Panzereon selber ist diesmal, Achtung, speziell defensiv, weil ich ja irgendwas für die Serperoyal brauchte, falls es mitnimmt. Und das hat er gemacht. Und insofern kann ich da mich also gut gegenhalten, dass Panzereon auch dann wieder die Aufgabe hat, logischerweise die Hazards rauszulegen. Tarnsteine werden gegen ihn auch ziemlich sicher wichtig sein. Dann wiederum Typ 0, meine einzige physische Wall diesmal, weil ich irgendwas gegen dieses blöde Entei brauche, weil dass er das Ding mitnimmt, war mir eh klar. Und das Ding ist wirklich in der Offensive am gefährlichsten, wie ich finde, in seinem Team gegen mich. Deswegen muss ich Typ 0 da wirklich sicher mitnehmen, weil Rotom Wash hätte da nicht funktioniert. Tatsächlich nicht. Typ 0 ist also allein für Entei, kann man quasi da sagen, da. Dann kommt Galagladi. Ein ganz, ganz besonderes Set hier mit einer ganz besonderen Premiere in diesem Fall, weil Galagladi normalerweise immer physisch offensiv gespielt wird. Diesmal spiele ich es speziell defensiv, weil ich auch irgendwas für diese blöde Grandiras brauche, das er auch ziemlich sicher mitnehmen musste. Und allein dafür ist Galagladi da, speziell defensiv, um das Ding zu tanken. Seine Attacken, so gut es geht zu tanken, gerade die Kampfattacken vor allem logischerweise. Galagladi hat somit nur die Aufgabe hier, dieses Grandiras auszuschalten. Und da bleiben jetzt noch Schwalbos und Seigard übrig, die beiden Pokémon, die hier den offensiven Teil mal wieder hier ausmachen sollen. Schwalbos soll hier der Late-Game-Sweeper eigentlich sein, mit physisch offensiver Variante diesmal, also mit Fassade und Heißorb und so weiter. Diesmal also nicht mit Boomburst, weil das gegen sein Grandiras nicht funktionieren kann. Insofern muss ich da die physisch offensive Variante spielen und Seigard letztendlich logischerweise auch physisch offensiv. Hier wiederum in der Bandit-Variante, um hier Revenge-Kills zu machen. Zusammen natürlich auch logischerweise mit Voltriant.
was ja auch, wenn es gescarft ist, eigentlich alles ausbieten kann, was nicht gescarft ist. Aber ich glaube, ich habe schon genug erzählt, Leute. Wir starten jetzt endlich in den Kampf gegen Tabasco und ich freue mich auf den Spieltag Nummer 6. Los geht's, ihr habt es ja eben schon gesehen, wir starten ja mit Moltriant und er mit Entei. Sehr, sehr unkonventionelle Leads, wenn man nicht davon ausgehen würde, dass die beide gescarft sind. Und bei Entei bin ich mir nicht so ganz sicher gewesen in diesem Fall, weil es kann trotzdem auch sein, dass er Entei deswegen ein Lead reinholt. Entweder weil er sagt, er spendet und macht überall grundsätzlich Schaden und ich könnte ja eh nur einen Switch drin haben. Oder er sagt, er hätte mit Panzer Aeron in meinem Lead geleadet und wollte deswegen direkt counterplayen. Kann alles sein. In anderen Fällen muss ich so auf jeden Fall raus, weil Kusanagi jetzt noch nicht so viel Damage fressen darf. Und ich nicht weiß, ob er nicht doch gescarft ist. Aber naja, wir werden es gleich sehen. Jedenfalls kommt jetzt Zeit 0 rein. Das habe ich ja extra dafür da, dass ich ja ein Switch-In für Entei habe, logischerweise. Da kommt auch schon das Later-Feuer. Und an der Stelle war ich nicht so ganz sicher. Erstmal verbrennt er mich schön. Was das für Z ist, ob es ein Damage-Boosted-Item hat. Ich habe erstmal gesagt, ja, wahrscheinlich schon. Insofern kein Scarf, aber man weiß es ja nie so genau. Jedenfalls musste jetzt raus. Jetzt habe ich mir schon gedacht. Ich konnte jetzt aber hier an der Stelle noch nicht auf Erholung gehen, falls er nochmal angreifen sollte. Ich bin ja sicherheitshalber auf das Toxin-Gang, wie ihr sehen könnt, weil ich habe schon mit dem Altaria-Switch-In gerechnet. Weil entweder Entei oder Altaria hatte ich toxinisiert, ich konnte auf jeden Fall nicht mich erholen. Gerade weil er Altaria reinholen kann, was ich dann daraufhin hochboosten könnte schon, wenn er Bock hätte. Und das muss ich auf jeden Fall vermeiden. Das heißt, mein Tat 0 muss wach bleiben, damit ich das auch steuern kann. Sonst, wer Erholung Schlafrede, kann ich hier nicht einfach so agieren. Er nutzt derweil die Chance, sich zu megern. Ist soweit in Ordnung. Und er kann natürlich jetzt immer noch sagen, ach Mensch, ich boost mich trotzdem. Insofern muss ich jetzt aufpassen. Deswegen kann ich jetzt immer noch nicht auf Erholung gehen, auch wenn ich eine Attacke erwarten könnte. Und die Rückkehr kommt auch noch. Ist auch mal wieder physisch offensiv, insofern kann ich das trotzdem gut tanken. Ich habe allerdings schon sehr viel Schaden gefressen, muss mit der Kehrtwende raus, das war das Beste, was ich machen konnte. Das bedeutet leider aufgrund dessen auch, dass Type 0 jetzt nur noch einmal reinkommt und dann auch direkt stirbt, weil ich mich wahrscheinlich nicht mehr hochheilen kann. Aber wir werden es sehen. Jedenfalls kommt jetzt mein Panzer rein, denn ich will ganz, ganz schnell die Tarnsteine rausbekommen. Und selbst wenn dieser Altari eine Feuertacke hat, die kann ich überleben durch die Antifeuerbeere und er muss sowieso irgendwann das Feld verlassen, weil er eben vergiftet ist. Insofern, Tarnsteine kann ich auf jeden Fall sicher drücken. Er muss ja anscheinend auch wieder raus, wie er sieht. Und geht direkt in sein Landhorn. Ist auf jeden Fall ein guter Switch, logischerweise, weil da kann ich nicht drin bleiben und da kann er wieder das Momentum mit Voltwechsel kriegen. Aber mir waren die Tarnsteine viel, viel wichtiger. Insofern, klar, Type 0 hat viel Schaden gefressen, aber für die Tarnsteine hat sich das auf jeden Fall gelohnt. Wollen wir nur hoffen, dass sie liegen bleiben können. Ich muss, wie gesagt, hart raus. Sehe jetzt aber eventuell die Chance, falls er jetzt nicht auf Voltwechsel gehen sollte, meinen Type 0 reinzuholen. Aber er macht es natürlich richtig, logischerweise. Geht auf Voltwechsel für alles andere. Hätte ich mich jetzt wiederum hochheilen können, das wäre die Chance gewesen. Aber gut, insofern muss ich jetzt mein Tat 0 zwangsweise abwerfen, weil was anderes kann ich machen. Hätte jetzt nochmal Entei reinholen können, aber da die Tarnsteine liegen, macht das eher weniger Sinn. Insofern, Grandiras war genau die richtige Wahl seinerseits. Insofern können wir jetzt gleich die erste Info holen, was dieses Grandiras für ein Set sein könnte. Und wie gesagt, Tat 0 müssen wir der Stelle schon opfern, was schade ist, weil wir noch immer was für Entei bräuchten. Aber anders kann ich dieses Typ 0 nicht mehr wirklich gebrauchen. Insofern geht das Ding durch einen Nahkampf kaputt, was ich schon mal gut finde. Dadurch hat er schon einen Death Drop, das heißt, wir können jetzt irgendwas reinholen, was irgendwie sicher das Ding besiegt. Aber vor allen Dingen sehen wir auch einen Life Orb bei Grandiras. Das sieht also wirklich nach einem offensiven Set aus. Aber jetzt habe ich auch die Chance, Katakladi direkt reinzuholen, weil das ist, wie gesagt, ja extra für dieses Grandiras gedacht gewesen. So, insofern mega ich mich und ihr seht schon, er bleibt drin, damit habe ich gar nicht gerechnet, weil ich mir dachte, er müsste theoretisch auch mit einem offensiven Set rechnen. Er ist ja Life Orb, er kann ja nicht scarf sein, insofern bin ich schneller und könnte theoretisch dann mit Psychoklinge das Ding raushauen. Ja. Ist immer nicht so. Ich habe mit dem Switch-Out gerechnet, direkt auf den Drain Punch, das reicht eben nicht aus. Ice Heap selber hat er auch gereicht. Er geht direkt wieder auf den Nahkampf. Hatte mich ein bisschen verwirrt. Hatte gehofft, dass es reicht, aber dadurch, dass ich komplett KP-Investment bin, logischerweise, kann ich das auch überleben, trotz des Crits, wo bemerkt. Und er ist ja jetzt ja nochmal auf Death Minus. Insofern ein weiterer Grund, warum ich dachte, dass er rausgehen muss. Gut, war leider jetzt ein Fehler, sonst könnte er gerade hier mit vollem KP noch stehen. Aber gut, dann muss ich jetzt nochmal Drain Punch drücken. Sein Grandiras ist tot. Sehr, sehr schön. Das Ding macht mir keine Gefahr mehr. Wäre es wahrscheinlich nicht mehr, weil Tepno so tot ist und dafür hat er es wahrscheinlich mitgenommen. Aber Gladiadi hat ja seinen Job wunderbar gemacht. Nichts anderes war dieses Pokémon hier mit. Und leider, dadurch, dass das Ding tot ist, hat er jetzt wieder die Chance, in Entei zu gehen. Ja, kriegt jetzt Zahnsteinschaden, ist das Gute. Ne? Wie gesagt, Entei kann nicht immer wieder reinkommen. Nur leider, was habe ich denn jetzt für eine Wahl? Ich kann nichts anderes reinswitchen. Mein Type 0 ist tot. Und ja, ich opfere jetzt bewusst mein Mega Gladiadi recht früh im Kampf. Hat seinen Job auch getan. Es ist ja auch, wie gesagt, ein speziell defensives Galagladi. Es ist vollkommen in Ordnung. Das darf so sein. Das war so geplant. Er wiederum kriegt die Flammenblitz wieder um Rückstoßschaden umso besser. Das heißt, er kann noch viel, viel weniger in Tarnsteine reinkommen. Und ich habe jetzt die Chance, direkt wieder in meinen Saiga zu gehen. Das bedeutet, dass ich hier wieder das Momentum kriege. Ich habe in diesem Moment wirklich gedacht, er wird nicht Scarf sein, sondern eher Damage Boostendes wiederum. Das heißt, ich wäre dann schneller so oder so und kann jetzt den Druck aufbauen. Was mich jetzt wiederum gewundert hat, ist, dass es in Landung geht. Denn er hat wahrscheinlich nicht gedacht, dass ich auf Erdbeben können könnte statt 1000 Pfeile. Er hat zwar die Schuhgewehre, jetzt sehen wir jetzt anhand des Schadens, Leute, dass das Erdbeben im Vergleich zu 1000 Pfeilen doch schon Unterschied macht. 1000 Pfeile selber hätte Landon eventuell dann noch überleben können, aber na, ich weiß nicht, was er wirklich erwartet hat in diesem Sinne. Also Erdbeben war wirklich die bessere Variante. Sein Altari ist auch schon gemegert, warum soll ich nicht auf Erdbeben gehen? Insofern Landon hier Schaden auszusetzen war vielleicht nicht so schlau. Jedenfalls geht er dann nochmal ein Zebrujal, kriegt er auch nochmal Tarnsteinschaden und kriegt jetzt auch nochmal ein Erdbeben ab, logischerweise gebandet.
Das macht dir verdammt viel Schaden und geht auf circa die 50%. Nun kann ich jetzt natürlich nicht riskieren, nochmal auf Erdbeben zu gehen, in der Hoffnung, dass ich vielleicht mit dem Max-Troll das Ding töten könnte. Deswegen Zygarde bräuchte ich auf jeden Fall noch, weil ich es als Range-Killer noch brauchen kann. Insofern gehe ich ganz klar in meinen Panzer Aeron, weil das Ding die Serbrügel am besten abfängt. Aber es hat er genauso richtig prediktet. Ein sehr, sehr gewagter Double hat aber funktioniert. Insofern geht er direkt wieder in der Runde in Landtorn und hat jetzt wieder die Chance, sein Momentum aufzubauen. Insofern wage ich jetzt einfach mal wieder ein Risky Play und gehe wieder zurück in Zygarde in der Hoffnung, komm, geh bitte auf Voltwechsel. Und nicht auf Zauberstein oder auf Siederwassergas, wäre natürlich das Schlimmste. Und selbst dann bitte burn nicht. Und es kommt das Siederwasser, nur bitte burn, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Und er burnt Gott sei Dank nicht, das war sehr wichtig, denn jetzt habe ich wiederum das Momentum dadurch bekommen und kann mit Erdbeben dieses Lanthorn hier rausbekommen. Wäre auch mit Burn logischerweise ausreichend gewesen, aber da hätte er wieder einen Switch-In gehabt logischerweise und Lanthorn hätte er auf jeden Fall noch gebrauchen können, weil er irgendwas bräuchte, damit ich sicherheitshalber nicht auf meinen Voltwechsel gehen kann von meinem Voltriant, aber das kann ich jetzt ja frei machen. Insofern wieder ein Vorteil für mich, ich kann immer wieder in einen freien Voltrin reingehen, um zu Voltwechseln. Gut, jedenfalls ich ungeburnt, allerdings trotzdem, dass hier ein Erdbeben nicht ausreicht, war mir relativ klar. Insofern gehe ich jetzt wieder zurück in mein Panzer Aeron, was hier immer noch voll ist. Das heißt, ich kann hier so alles von diesem Pokémon tanken, was jetzt kommen sollte. Er geht jetzt safe auf die Rückkehr, war genau richtig, was ich gemacht habe. Und das macht ja wirklich nichts an Schaden. Insofern habe ich hier gut die Chance, nochmal ein bisschen zu stallen seinerseits wiederum, wenn das Toxin weiterkommen sollte. Aber er geht auf das Ruhrort, damit habe ich schon gerechnet grundsätzlich. Auch wenn er Angst haben müsste, sich in Eisenschädel spielen müsste, weil das ist ja sehr effektiv. Aber anscheinend hat er genügend Defensive, um das auszuhalten. Ich gehe dabei aber auf den Schutzflug, weil Eisenschädel habe ich leider Gottes nicht drauf. Aber gut, er konnte jetzt auch nicht immer wegen wechseln, weil der Tarnstein liegen, das kann ich natürlich auch verstehen, aber das Ruheort hat ihm jetzt nicht so viel geholfen, weil er jetzt genau nach dem Toxin auf derselben Range ist. Das habe ich ihm damit bewusst gemacht, insofern muss er jetzt rausgehen und ich habe wiederum die Chance, jetzt wieder Ruheort zu drücken. Somit bin ich wieder voll, er ist auf derselben Stelle, allerdings hat er wieder Tarnsteinschaden bekommen. Also, Pluspunkt für mich. Er hat es aber richtig gemacht, jetzt geht er endlich mal wieder in sein Jirachi, was jetzt auch Tarnsteinschaden bekommt und wir können ab jetzt ungefähr vielleicht erahnen, was das für ein Set sein könnte seit dem Jirachi, das werden wir jetzt sehen und wir sehen ja jetzt schon, es sind die Überreste. Also wahrscheinlich eher ein defensives Jirachi, habe ich mir schon fast gedacht, weil er auch irgendwas bräuchte, was trotz Landtorn, sag ich mal, was auch funktionieren kann, irgendwas reinkommen kann gegen meinen Schwalbus. So, jetzt macht er es richtig, geht direkt auf die Tarnsteine. Das hätte ich anders machen müssen. Ich dachte mir, komm, ich stall ein bisschen das Jirachi, weil was will das Ding mir wirklich anhaben? Jedenfalls kann ich hier meinen Sturzzug mal setzen und ein bisschen Schaden machen, aber war letztendlich ein Fehler, weil die Überreste letztendlich ihm so heilen und ich hätte an der Stelle die Tarnstelle vielleicht erwarten können. Ich hatte Angst vor der Kehrtwende, ehrlich gesagt, deswegen bin ich nicht auf Voltrand hart gegangen. Das werde ich jetzt aber nachholen. Insofern gehe ich jetzt hart in meinen Voltrand. Das wird alles mögliche von diesen Jirachi tanken. Und da ich so schneller bin als gescarftes Pokémon, weil er ist ja nicht Scarf, logischerweise, können wir jetzt ja wieder Momentum aufbauen. Er zeigt mir allerdings hier den Kismet-Wunsch, also sehr, sehr gefährlich. Da muss ich jetzt wirklich aufpassen, was ich jetzt in den nächsten zwei Züge hier mache, weil sonst irgendwas hier die Stahlattacke fressen muss. Und ehrlich gesagt, Voltrian das Pokémon, was ich am ehesten da reinschicken wollen würde. Deswegen, ich bleibe jetzt drin, gehe aber sicher jetzt aber erstmal auf Donnerbits, um schon mal viel Schaden auf Jirachi zu machen. Macht's auch, schön und gut. Er hat es an der Stelle auf jeden Fall gesehen, dass ich gescarft bin, anders geht's ja gar nicht. Und er geht auf die Kehrtwende, kann jetzt wieder irgendwie wieder Momentum aufbauen. Aber natürlich, die Tarnstände sind immer noch da und nerven ihn und sogar vor allen Dingen seinem Entei. Das kommt rein, ist jetzt auf jeden Fall auf unter 50%. Nur ist jetzt die Frage, ich müsste ja eigentlich schneller sein mit Scarf Donnerbits. Aber wenn er das schon so reinholt, wird er wahrscheinlich selber Scarf sein. Und ja, jetzt haben wir die Bestätigung, er ist Scarf Entei und kann mich mit Leuten dafür rausnehmen. Aber damit habe ich an der Stelle schon gerettet. Und ganz ehrlich, wenn ich jetzt was opfern müsste, wäre mein Voltron eh an der Stelle das Pokémon gewesen. Und übrigens, der Kismet-Wunsch ging deswegen auch jetzt daneben, weil der die Runde eingesetzt hätte, als ich dann gestorben bin mit Voltron. Gut. Aber jedenfalls habe ich jetzt wieder die Chance, Zygarde reinzuholen. Er muss jetzt Angst haben, theoretisch. Ja, er ist gescarft. Er muss jetzt Angst haben, dass ich hier auf Turbo-Tempo gehe. In dem Sinne. Und jetzt muss er wiederum in Altaria gehen. Und das wiederum opfern, weil Turbo-Tempo kommt jetzt logischerweise. Und egal, was er jetzt reingeholt hätte, das wäre auf jeden Fall gestorben, es sei denn, er wäre in Jirachi gegangen. Das konnte er aber sich auch nicht leisten, ein Stahl-Pokémon in ein Boden-Pokémon reinzuswitchen. Das war mir auch schon bewusst. Wäre risky gewesen, hätte ihm da jetzt in diesem Fall geholfen, aber Glück für mich. Turbo-Tempo hat gut funktioniert, insofern geht jetzt Altaria dadurch down. So, aber was macht er jetzt? Logischerweise, er weiß, dass ich gebannt bin, geht in sein Jirachi, das Pokémon, was nicht irgendwie von Turbo-Tempo affektiert wird und mein Zygarde brauche ich immer noch. Es steht immerhin 3-3, Leute. Es wird spannend. Die Frage ist, wie ich jetzt am besten reingehen will, weil ich muss jetzt irgendwie safe dieses, mein Zygarde wieder reinholen, um es zu refreshen mit der Bohnenattacke, weil ich ja logischerweise schneller bin als dieses Jirachi. Er macht es aber gut, ich gehe hier in Panzer Aeron und er zeigt mir mit dem Donnerbills, dass er ja das ganz gut predicten kann und leider Gottes kriegt er die, die Paralyse hier in diesem Fall auf Panzer Aeron drauf. Ungünstig. Aber ist nochmal so, ich will auf jeden Fall sowieso nur vor, mit Panzer Aeron hier nochmal das Pokémon zu opfern, damit ich noch irgendwas refreshen kann. Vielleicht nochmal Wirbelwind zu drücken, dass irgendwas nochmal Free Tarnstein Schaden bekommt, aber nein! Die Full-Para muss greifen. Ärgerlich. Und ich habe natürlich gerade so die Nullwelt nochmal überlebt.
Aber trotzdem sehr ärgerlich, vor allen Dingen, weil er dadurch Zeit gewinnt, um wieder Ibaris Recovery für Jirachi zu sein. Er macht sie wiederum schlau, geht nochmal auf Kismet-Wunsch für die nächste Runde, weil er weiß, dass Panzerion jetzt gleich sterben wird. Was passiert? Natürlich nochmal die Fullpara. Ärgerlich. Wirbelwind wäre jetzt auf jeden Fall gekommen, weil Ruhrort macht keinen Sinn, wenn er nämlich durch Donnerblitz eh die ganze Zeit Chance hätte zu besiegen. Deswegen muss ich jetzt was anderes machen, weil jetzt muss ich meinen Panzer auch nochmal ganz kurz aufbewahren, weil ich habe Kusanagi nicht mehr. Ich habe jetzt nur noch Seigert und Schwalboss, die würden beide ungern in diesen Kismet-Wunsch reinkommen. Und jetzt muss ich hart in Seigert gehen, anders ging es gar nicht, weil ich jetzt den Donnerblitz erwartet habe und der kommt jetzt auch. Ist hier ein reines Blütenspiel an der Stelle, nur umso blöder natürlich, dass er immer noch die Chancen hat, bei deinem Überrest-Recover zu sammeln. Aber anders kann ich es gerade nicht machen, insofern muss ich jetzt wieder rausgehen. Auch wenn ich Titanstein-Schaden die ganze Zeit bekomme, aber ich muss jetzt wieder ein Panzer-Ero und das jetzt durch Titansteine opfern. Wäre auch egal gewesen, wenn sie gelegen hätten, weil spätestens jetzt wäre der Kismet-Wunsch wieder reingegangen und insofern muss ich das jetzt so machen, sonst hätte irgendwas anderes diesen Kismet-Wunsch abbekommen. Hat er aber schon so erwartet und geht direkt nochmal raus. Hätte er aber anders machen müssen an der Stelle. Ich hätte an der Stelle mit Jirachi nochmal Kismet-Wunsch gedrückt, dass er auf jeden Fall safe hier nochmal Schaden kriegt. Aber gut, ist nochmal was anderes. Er wollte sicher gehen, dass mein Seigert jetzt nicht nochmal Erdbeben drückt. Ne? Aber hat er trotzdem in Ordnung gemacht, ist kein Problem. Und jetzt muss ich hier hadern und mit Schwalboss Kevin drücken. Auch wenn ich dadurch eben mit dieser einzigen Variante meinen Heißort nicht aktivieren konnte. Aber ich konnte nicht Aeroas drücken, wenn er Jirachi reinholen will. Oder auch zum Beispiel Fassade, das hätte bei beiden Sachen nicht geholfen. Ich musste Catwinde drücken, was die sicherste Variante war, um letztendlich aus der Royale auszuschalten. Nur leider ist, wie gesagt, mein Heißort nicht aktiv und den brauche ich ganz dringend, damit mein Ruckzucki eventuell dann reichen kann bei NTA Up the Range nach dem Tarnstein. So, jedenfalls, jetzt hat er keine andere Wahl mehr. Ich konnte jetzt damit auch durch die Kennwerte safe wieder in Seigert gehen. Er hat jetzt an der Stelle nur noch NT und Jirachi. Und Jirachi ist nun mal langsamer. Wenn er in NT gegangen wäre, hätte ich Turbo-Tempo drücken können. Das hätte auf jeden Fall gereicht. Aber jetzt muss er Jirachi an der Stelle opfern. War auch da die richtige Variante. Und mit Erdbeben, was ich jetzt safe drücken könnte, ist Jirachi jetzt tot. Jetzt wird es eng, Leute. 2 gegen 1. Er hat nur noch NT. Und jetzt muss ich auch nur mal sicher gehen, weil ich eben nicht genau weiß, wie viel KP Investment dieses Ente hat. Deswegen muss ich Folgendes machen, weil ich habe Turbo-Tempo auf Seigert und es kann ja immer noch sein, trotz des Scarfs auf Ente, dass er trotzdem Turbo-Tempo drauf spielt. Warum nicht? Turbo-Tempo, Scarf, Ente kann sein. Insofern muss ich jetzt die Serie-Variante gehen, Schwalboss hier nochmal opfern, weil er einen Ruckzuck gibt. Dadurch, dass eben mein Flame-Up noch nicht aktiv ist, eventuell gar nicht reichen könnte, war meine Angst. Laut den Kalks kann das tatsächlich sein. Insofern muss ich Schwalboss opfern. Er geht auf Eisenschädel, ist egal, was für Move er da drückt. Nur habe ich das insofern da jetzt geschafft. Schwalboss stirbt. Insofern kann ich jetzt nochmal sicher in meinen Seigert gehen. Hätte er Turbo-Tempo gedrückt, wäre es nicht so schön gewesen, weil Seigert hätte an der Stelle noch ein Turbo-Tempo auf jeden Fall gefressen. Und er wäre mit seinem Turbo-Tempo schneller gewesen als meiner. Aber jetzt habe ich die Chance, mich nochmal zu refreshen und Turbo-Tempo zu drücken. Damit besiege ich sein Ente und gewinne diesen unglaublich spannenden, langgezogenen Kampf mit gerade so 1:0. Motherfucking GG, Tabasco, das war ein richtig geiler Kampf und wir haben mal wieder nach Ewigkeiten einen Sieg. Und was für ein, Leute, 1:0, ja, ich weiß, das ist jetzt nicht unbedingt hoch, aber der war echt hart umkämpft, muss ich sagen. Tabasco hat richtig, richtig stark gespielt, muss ich wirklich sagen, aber bis zum Ende, also am Anfang hier und da. Ich finde persönlich, ich habe keinen großen Fehler gemacht, ich hätte nur einmal bei der Stelle mit Panzer-Eron gegen Jirachi direkt rauswechseln müssen, weil ich da schon ahnen konnte, dass Panzer-Eron da nicht wirklich was machen kann und Werbefind an der Stelle war noch nicht richtig gewesen, also da hätte ich direkt in mein Kusanagi reingehen können und dann nochmal Schaden auf Jirachi direkt zu machen oder zumindest ein bisschen Druck aufzubauen. Aber am Ende war es halt wichtig, die Plays zu machen, weil ich nicht anders hätte an den Kismet-Wunsch vorbeikommen können vom Jirachi und so nur safe konnte ich letztendlich mit Seigert das Ganze zu Ende bringen letztendlich. Und ich musste letztendlich auch Schwalboss opfern. Es wäre dann sowieso auf ein 1-0 Rennen ausgelaufen, aber ich wollte lieber mit dem Turbo-Tempo gewinnen, als mit dem Ruckzuck, der dann weniger Schaden gemacht hat und Turbo-Tempo sowieso eine Priorität plus 2 hat. Insofern, alter Schwede, das war dem Kampf endlich unser zweiter Sieg, der war wichtig. Und ich bin froh, dass wir den jetzt eingesagt haben. Schaut auf jeden Fall bei Tabasco vorbei. Ne? Der Ganze hat das natürlich auch live aufgenommen. Insofern, wer jetzt die nachkommentierte Version meinerseits geguckt hat, dem würde ich die Live-Version auf jeden Fall nochmal empfehlen. Jetzt gerade nach diesem Ergebnis, schaut bei uns beiden mal die Live-Version an. Ich finde, Tabasco hat wirklich gut gespielt. An der einen Stelle wäre natürlich der absolute Top-Play gewesen, als ich mein Panzer-Eron geopfert hat, wenn er wirklich auf Kismet-Wunsch gegangen wäre, aber das war der sichere Play seinerseits. Er konnte jetzt nicht ahnen, dass ich mit Seigert nochmal rausgehe, um eben nicht auf Erdbeben zu gehen, weil Sepp Royal letztendlich der richtige Switching gewesen wäre. Da hätte ich das jetzt an der Stelle geopfert, aber Seigert hätte dann eben den Schaden von Kismet-Wunsch bekommen. Das konnte ich dann in der Hinsicht nicht, ja, riskieren. Aber gut, das war ein richtig geiler Kampf. Ich weiß jetzt nicht, wie die anderen gespielt haben, ob das vielleicht der beste Kampf des heutigen Spieltags war. Ich weiß es nicht. Insofern, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns nächste Woche gegen den guten Nestflo wieder. Da bin ich mal gespannt, den Neuling der GPL in dieser Moon-Conference. Da sind wir mal gespannt, was er so gegen uns anrichten kann. Auf jeden Fall kommen wir ein Teambuilding-Video und da wollen wir hoffen, dass wir den nächsten Sieg einfahren können, dass wir dann 3:4 stehen. Haben wir deutlich bessere Chancen, wieder auszugleichen. Und dass wir dann noch Chancen haben auf die Playoffs. Vielen Dank fürs Zusehen. Schaut auf jeden Fall bei den anderen Jungs bei der Moon Conference vorbei. Und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann und auf Wiedersehen.